Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Pack Opening zum Team of the Week Nummer 10. Und es ist wirklich das Beste, was es bisher gibt. Heute werden wir 10 mal 25k Packs raushauen. Wir werden alles versuchen, heute hier ein Zlatan Ibrahimovic zu bekommen. Robben, keine Ahnung, Lewandowski, ist mir scheißegal. Oder Kevin De Bruyne, Arda Turan. Es gibt nur geile Spieler hier heute zu ziehen. Und wenn wir hier wieder leer ausgehen, dann habe ich Frust, dann habe ich wirklich sehr viel Frust. Für mehr Pack-Openings lasst jetzt gerne eine Bewertung da. 3000 Likes für dieses Pack-Opening sind, denke ich, drin. Und dann werden wir am Mittwoch, wenn das neue Team of the Week wieder rauskommt, direkt, ja, versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, einfach einen neuen Inform zu ziehen. Und wisst ihr, was ich so überlegt habe? Da ich vielleicht sogar eine neue Serie machen möchte, brauche ich jetzt aber einen richtig guten Vorschlag. Und so habe ich mir so überlegt, aus jedem aktuellen Team of the Week immer einen Spieler zu nehmen und dann irgendwas mit dem zu machen. Vielleicht ein Squad-Builder, ein Turnier oder was weiß ich. Ich wollte mir immer hier einen aus dem Team of the Week nehmen, sei es jetzt einfach Arjen Robben. Und dann irgendwas mit dem machen, damit man so eine Videoreihe hat, damit man immer einen aus dem aktuellen Team of the Week spielt. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Ihr könnt ja die Idee nochmal ausbauen. Wenn ihr vielleicht noch eine bessere habt, dann lasst das auf jeden Fall mal raus hier in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt in die Packs. Und zum besten Team of the Week müssen wir jetzt ganz klar die Packs raushauen. Bitte aus 10 25k Packs hier einen geilen Inform zu ziehen. Es gibt so kranke. Der erste jetzt hier im Pack ist Thiago David Luiz und Ramirez. Oh mein Gott, was ist das für ein Pack? Kriegen wir direkt die zwei Brasilianer, Ramirez und David Luiz. Es ist zwar nicht Thiago Silva, aber es sind zwei Biester in einem Pack. David Luiz geht noch für 10k und wir müssen wirklich alle verkaufen. Ihr solltet auch eure Spieler verkaufen. Am Freitag ist der Black Friday und da werden richtig viele Packs rausgehauen und auch auf meinem Channel zu sehen natürlich, ist klar. Ramirez, ja, ja, also das war ein gutes Pack, nehme ich gerne mit. Wer selbst Pack-Openings auch öffnen möchte und mich dabei unterstützen will, kann das auch gerne tun. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Schaut einfach in der Beschreibung vorbei, wenn ihr auch Packs öffnen möchtet. Jetzt das zweite 25k-Pack mit... Was? Rafinha als... Ach du Scheiße, von Barcelona der Beste. Da habe ich EA einmal gelobt und schon werden wir bestraft. Wir sollten wirklich ja, leise Töne spucken und nicht zu optimistisch hier rangehen. Also, komm. Jetzt das nächste 25k-Pack mit Aguero. Du hast uns eben einen ganz guten Spieler gegeben, sogar zwei. Und jetzt im nächsten Pack haben wir Leno. Neuer könnte auch sein, aber es ist Trapp, ist... Glaube ich nicht mehr irgendwas wert, aber naja, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Lucas Barrios, was sollen wir tun? Die Hoffnung wird nicht aufgegeben und jetzt, wenn ihr gerade hier nur meine Pack-Openings guckt, aber mein gestriges Video verpasst habt, dann solltet ihr da nochmal reinschauen. Das war ein Footdraft mit meinem Bruder. Richtig geiles Video zum 80.000 Abonnenten-Special. Also das war so ein kleines Special, es war jetzt nicht sowas Besonderes, aber es war schon eigentlich ganz nice. Das Video war richtig lustig. Solltet ihr unbedingt euch nochmal anschauen und geben, wenn ihr das noch nicht getan habt. Nächstes Pack jetzt hier. Ich guck mal nicht hin und vielleicht wird ja wieder ein geiler Spieler drin sein. Eine kleine Belohnung hier, dass wir wieder nur Scheiße reden. Jetzt hier Ibra, Man of the Match. Man of the Match. Beasley. Die Fragen aller Fragen ist doch, werden wir hier noch einmal belohnt? Einmal einen richtig kranken Spieler. Einen richtig kranken Spieler. Einen richtig kranken Spieler. Topal von Fenerbahce. Mukancho, der hatte doch einen Inform, der liebliche Kerl, und Santana, der war auch mal teurer. Die Hälfte ist schon wieder weg, die Hälfte ist schon wieder weg, das geht echt einfach zu schnell, um wahr zu sein. Nächstes Pack hier jetzt mit einem scheiß Inform in dem verfickten Pack. Es muss ja noch nicht mal ein Inform sein, es kann ja auch einfach ein Ronaldo sein, ja, also ich glaube, da hättet ihr auch nichts gegen. Oder ein Lionel Messi, Junge. Alter Verwalter, was für krasse Packs, Alter. Ich glaube, da kann man nur neidisch werden. Da kann man echt nur neidisch werden. Wir schauen jetzt mal wieder hin. Also, beschissen, da kann es ja gar nicht laufen. Jetzt hier mit Moutinho. Mit Moutinho und Kagawa. Immerhin mal hier, ja, ein kleiner Lichtblick, Kagawa. Shinji Minji kostet vielleicht noch ein bisschen. Ich meine, das letzte Pack-Opening lief ja eigentlich recht erfolgreich. Und das vorletzte, ich glaube, das waren 20-50k-Packs. Da habe ich es ja mal wieder richtig übertrieben. Und jetzt hier bei diesen scheiß 25.000er-Packs ist wieder nur Scheiße, Verarsche drin.
Schrott, keine Ahnung. Jetzt hier kann es besser werden mit De Rea, hoffe ich eigentlich. Warum hoffe ich eigentlich? Und wieder zwei Silberspielern. Vorletztes Pack hier. Und dann sind wir schon wieder 250.000 Coins los. Ist, also ist ja unglaublich. Tatsächlich, wir wollen doch nur einen guten Spieler. Ich guck nicht hin, ich guck wieder nicht hin, Alter. Es muss doch jetzt hier einfach mal wieder was Geiles einfach auftauchen. Das erste Pack kann doch nicht sein, dass das das Beste war, oder? Kann doch nicht sein, Mann! Kann doch nicht sein, mein Burak Yilmaz. Collins, Alter. Collins. Collins. Ich öffne die Packs so schnell wie ein Abhängiger auf Crack. Es ist nicht normal. Wir sind jetzt schon beim letzten Pack und haben, ja, nichts Gutes gezogen. Außer David Luiz und, wer war das noch? Ich hab, ach, Ramirez, ja. Die beiden Brasilianer. Und sonst, ja, und sonst Ola John. Oh, shit. Ola John und Collins. Die müssen wir in unsere Trophäensammlung auf jeden Fall reinpacken und einrahmen. Also, das war ja richtig besonders. Letztes Pack hier. Harry Kane, Mann. Harry Kane. Harry Kane, Junge. Gib uns einfach den heftigen Ibra oder den heftigen Ayen. Den heftigen Ayen, den heftigen Ayen. Den heftigen Lewandowski, den heftigen Ibra. Hä? Was? Collins, Mann. Ist das deren scheiß Ernst, EA? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zwei Collins hintereinander zu bekommen? Was ist das für eine Wahrscheinlichkeit? Könnt ihr mir die bitte einmal ausrechnen und dann in die Kommentare schreiben? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1%. Aber wir haben es geschafft. Wir haben kein Ibra gezogen, wir haben kein Robben gezogen, wir haben kein Lewandowski gezogen. Wir haben zweimal Collins hintereinander. Also besser geht's doch gar nicht. Das war's schon wieder. Also ja, dürftige Ausbeute wie immer. Eigentlich wie immer. Obwohl, wenn wir direkt immer beim neuen Team of the Week dann die Packs ziehen, da war es ja etwas anders. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Unbedingt mein letztes Video anschauen. Dieses Footdraft, dieses Special, dieses 80k Special, ist es auf jeden Fall besser geworden als diese Packs hier heute. Also absoluter Mist wieder. Bullshit. Keine Ahnung. Mehr brauche ich nicht mehr sagen. Instagram, Facebook in der Beschreibung, genauso wie günstige Coins, Microsoft Points und PSN-Cards, ihr wisst Bescheid. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein. Und ja, mit Let's Daumen, wie gesagt, nehme ich immer gerne mit. Haut rein, Jungs. Ciao.